Willkommen zurück hier bei Bus Simulator 16. Und ein Wunder ist geschehen, ich bin wieder da, nach langer Zeit. Wir laden mal die Firma, dass es mal schneller geht. Und in dieser Zwischenzeit habe ich einen brandneuen Computer bekommen. Das ist jetzt mein erstes Video hier auf meinem neuen Gamer-PC. Jetzt werden alle Spiele flüssiger laufen. So flüssig, wie es noch nie flüssiger war. So, schauen wir mal. Besitze mindestens 5 verschiedene Strecken, die du und deine Fahrer in der letzten Woche befahren haben. Dann machen wir doch das mal. Und ich habe übrigens ein neues Mikrofon. Wie heißt das Mikrofon? Ich weiß gar nicht mehr. So ein Membranmikrofon. Okay. Speichern. Fahren wir doch nicht mal, oder? Mit dem Bendy. Los geht's. Also ich habe ein neues Mikrofon, neuen PC, neuen Monitor habe ich hier, alles neu. Jetzt wird's cool. So, und wie man sieht, ist es schon da. So. Jetzt nehmen wir mal einen Kaffee, den brauche ich. So. Chip, 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 chip. Tür öffnen. Ah. Und das Spiel läuft auf 40 FPS flüssig. Auch nicht schlecht. So, jetzt setzt er sich hin. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, ob ich hier die Grafikeinstellung hochgeschraubt habe. Auflösung nichts wie nix. Hä? Wieso nix? Sie verarschen? Ja, jetzt so. Okay. jetzt. Ja, jetzt besser. Okay. Gut, dann machen wir hier mal wieder Licht an. Nur von innen. Nee, das nicht. Okay, jetzt. Mal die Türen zu. Oh, guck mal, ich kann. Ah, das haben sie jetzt im Update verbessert. Ich kann jetzt hier mehr hintergucken. Nicht nur bis dahin, sondern so. Okay, schon mal gut. So, was kann man noch? Oh nein, ich hab den Gelenkbus genommen. Na gut. Wird schon schief gehen. Achso, ja, stimmt. Was ist noch? Lange her. So, jetzt. Und das PDA haben sie auch verbessert, sehe ich gerade. Schon mal gut. Was? Oh, nee. Ach, komm. Na gut, nochmal. So, ich nehme den da. Ja, das ist... Oh, geht nicht schnell. Gesehen? Ah, jetzt dreht sich auch die Karte mit da oben. Ah, das. Ich habe jetzt hier den ganz normalen Bus genommen. Oh mein Gott. Okay. So, gleich mal hier Schlüssel umdrehen. Ist auch viel passiert. Hallo. Ist auch viel passiert jetzt in den letzten Updates. Die ganzen Spiele, die ich auf Steam habe, wurden auch geupdatet. Hallo. Gehst du mal an jetzt? Wie jetzt? Wieso? Hä? Warum geht der Schlüssel nicht? Ah, man muss ziehen. Oh mein Gott. Bis ich mich da wieder einfinde. Ist ja schlimm. Ah, jetzt geht's okay. Gut. Naja, ich war jetzt fast einen Monat nicht mehr da, ne? Oder ich glaube, ich war sogar einen Monat nicht da. Alles ein bisschen ungewohnt jetzt. Es werden jetzt auf jeden Fall auch neue Spiele kommen, wie zum Beispiel Doom. Kommt. Habe ich gekauft. Für 60 Euro. Das brandneue Doom-Spiel.
und noch andere schöne Sachen. Und wie wir sehen, läuft das Spiel richtig flüssig. Wie gesagt, ich habe einen Gaming-PC mit 4 GHz und eine 970er Grafikkarte von GeForce. 80, eins von beiden was. Und dann noch vieles, vieles mehr. Und kein Lenkrad übrigens. Ne? So. Die rennen immer noch wie die Oschis. Bleib stehen. Jetzt dürfen wir. So. Wunderbar. Okay. Erreiche die nächste Bushaltestelle in 0 Minuten und 0 Sekunden. Wie soll das denn gehen? Oder zählt es erst bei der nächsten, bei der ersten Haltestelle? Ah, schon alles lang her. Oh mein Gott. Jedenfalls kommen jetzt wieder regelmäßig Videos. Ein paar Spiele werden nicht mehr fortgesetzt, wie zum Beispiel hier Insane. Dieses Kugelspiel. Weil da ist nämlich der ganze Spielstand weg. Weil ich einen neuen Computer habe, ne? Habe ich nicht mehr sichern können und jetzt nochmal alles von vorne machen, habe ich jetzt auch keine Lust mehr dazu. Aber das andere kommt wieder, wie gewohnt. Und es kommen auch in nächster Zeit viele, viele, viele Horrorspiele. Brandneue übrigens. So. Und bei Rollercoaster Tycoon World. Rosengasse. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Normale Einzelfahrt. Hier. Eine, ne? Genau. 220. Dann kommst du 280 zurück. Bei Rollercoaster Tycoon World ist nämlich ein neues Update rausgekommen, ein riesiges. Schauen wir uns auch mal an. Wann mal. Okay. Wieso mache ich immer den Motor aus? Verstehe ich nicht. Nächster Halt, Goethestraße. Muss man mal kurz gucken. Es ist so heiß hier drin. Schalten Sie bitte die Klimaanlage. Natürlich. Hier. Klimawunsch gewährt. Jawohl. Und pass auf, irgendwann ist es wieder zu kalt. Ich habe hier jetzt ja auch in dem Spiel die Tiefenunschärfe rausgemacht. Weil ich mag das nicht. Bist du sicher, dass das der richtige Bus ist? Ja, die Karten-App auf meinem Telefon meint, mit dem Bus haben wir die kürzeste Strecke. Bin ich richtig? Nee, bin ich nicht richtig. Das war eine andere Haltestelle. Wo wir abbiegen. So, jetzt aber. Und abbiegen. Uha. Das ist nicht schön. Ja, genau, das habe ich kommen sehen. Irgendwann musste es kommen. Unter einer Minute noch. Ja, ist ja gut. Guck nicht rum. So. Ah, hier muss ich jetzt anhalten, okay. Anhalten. Zack. Goethestraße West. So. Dann mal alle aussteigen. Hallo, ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Eine Einzelfahrkarte, Student. 1,40. 3,60. Bitteschön.
Vielen Dank. Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte. Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung ändern kann. Was? Das ist unmöglich. Danke. Die Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes siehst. So. Natürlich tun sie das. Je besser du dich ernährst, umso heller werden sie. Oh mein Gott. Wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Okay. Nächster Halt. Blaue Straße. Die Laurinstraße, okay. Mir kommt so vor, als wenn das Spiel ein bisschen zu leise ist. Ich glaube, ich habe die Lautstärke nicht eingestellt richtig. Wir können uns dann gleich mal gucken nach der Haltestelle hier. Und das sind wir. Da, da, da. So. Blaue Straße. Okay, jetzt gucken wir mal kurz Audio. Aha, da haben wir es ja schon. Hochstellen. Musik kann man ruhig auf 50 machen. Okay, gut. Jetzt ist gut. Jetzt höre ich was. Eine Fahrkarte bitte. Einmal Schüler. Was? Einzelfahrt. Stimmt. Danke, mein Lieber. Bitte, mein Lieber. Losfahren. Nächster Halt, Goethestraße Ost. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ich bin auch froh, dass diesmal die Karte da unten im PDA sich mitdreht. Das war nämlich am Anfang nicht so. Nämlich viel besser jetzt. So. Stopp. Goethestraße Ost. Hervorragend. Halleluja. Du hast soeben die letzte Haltestelle dieser Strecke. Rechtdrücke eingraben, um zu beenden. Oder fahre zurück zur Garage. Nein. Wunderbar. So. Ich bin 176, ey cool. Dann gucken wir mal, ob wir die Stufe erreicht haben. Wir haben schon mal fast 2000 bekommen. Ah, okay. Wir haben 69.000. Gut. Hier sind wir, okay. Bis zumindest... Was. Beschäftige mindestens 9 Fahrer. 9? Achso, ich brauche hier mal Busse, ne? Ich hab doch mal gesagt, ich brauche Busse. Wie viel kosten die überhaupt? 90.000? Brauchen noch ein bisschen Geld. Okay, dann müssen wir beim nächsten Mal nochmal eine Strecke fahren, die ein bisschen mehr Geld einbringt. Und dann schauen wir mal weiter. Also dann bis zum nächsten Mal hier bei Bus Simulator 16. Tschüss!